Ja, ich bin Matthias Keller und der musikalische Leiter von Cinema in Concert. Meine Arbeit beginnt mit dem Programm zusammenstellen und dann mit der detektivischen Suche nach den Quellen, sprich den Noten. Und wenn dann die Noten gar nicht zu beschaffen sind, bin ich derjenige, der dazu dann entsprechend die Partituren anfertigt. Für mich ist das Spannende an Cinema in Concert, dass es ein buchstäbliches Crossover-Projekt ist. Das heißt, wir werden klassische Musiktitel hören, rein orchestrale Musiktitel, aber wir haben eben auch eine Band dabei und wir haben Solisten dabei und wir gehen in die Bereiche Pop, Rock und R&B. Und das ist ja etwas, was man üblicherweise nicht in Filmkonzerten findet. Und was ich besonders schön finde, ist natürlich, dass das Ganze nochmal zu einem eigenen Film zusammengewoben wird durch eine große Videoprojektion, die uns sozusagen nochmal in eine ganz andere, auch audiovisuelle Welt entführt.